So, jetzt habe ich mal kurz meinen olivfarbenen NVA-Tank geholt. Ja, das ist halt einfach nur so eine, ich sage jetzt mal, ja, Gummi ist das jetzt vielleicht nicht, aber wie könnte man denn das nennen? Schaumstoff oder sowas. Auf jeden Fall so ein Tankdeckel-Gummidichtring, der kommt dann einfach nur hier so drauf. Und wenn ihr tankt, sage ich mal, es kann ja immer mal sein, dass ein paar Tropfen nach dem Tanken immer mal, wenn man gerade nicht aufpasst, auf dem Tank hier so drauf gehen. Und damit das nicht passiert, fängt dieses Schaumstoffgummi oder was das hier sein soll, ein Schutzgummi, soll halt so ein paar Tröpfchen auffangen, damit das halt nicht dann quasi auf den frischen Lack, sage ich jetzt mal, in dem Fall geht. Ja. So, dann nehme ich das mal jetzt hier wieder. Und da kann ich auch drauf lassen. Der kommt da ja sowieso hin. Ist ja dafür gedacht. Ja, des Weiteren ist der Unterschied, wenn wir schon mal beim Thema Tank sind, zwischen Original- und Nachbautank, dass dieser Tunnelweg hier, ich gehe mal ein bisschen näher dran mit der Kamera. Ich versuche es mal. Ein bisschen mehr Licht, so. Das, ach Gott. Da muss ich halt eben festhalten, so dass dieser Tunnelweg bei dem Originaltank, ich sage jetzt mal, vielleicht so bis hier geht. Und bei dem anderen ist er einfach nur, ist das einfach nur so ein sehr, sehr kurzer Weg. Und dann war es das. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Ersatzteil. Und zwar, es wird empfohlen von Simson, wenn man einen Tank wechselt. Oder den, was weiß ich, neu lackiert, von innen wieder neu beschichtet oder sowas, dass man gucken soll, ob diese Gummis, wo der Tank drauf sitzt, ob die noch in Ordnung sind, ob die nicht ausgehärtet sind. Gegebenenfalls wird empfohlen, neue zu nehmen. So, hier haben wir zum Beispiel zwei niegelnagelneue Tankgummis. Und für alle, die sich jetzt fragen, wie werden denn eigentlich diese Tankgummis befestigt am Rahmen? Ja, bei der Simson ist das halt so. Ich habe mir das im Laden zeigen lassen. Wir haben da im Pfeiffer im Ausstellungsfenster einen Simson-Rahmen und man hat einfach quasi an diesen Rahmen, ja, ich sage jetzt mal so, vorne an der Seite so zwei kleine Nasen dran gebaut, so runde, also wo dann einfach nur, wenn jetzt hier so quasi, jetzt hier so ein Rahmen, wenn jetzt so quasi das jetzt hier so ein, der Rahmen ist, dann sind so von der Seite und von der Seite vorne so zwei Nasen und dann werden die hier drüber gesteckt. Einmal hier und einmal da. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wird dann einfach der Tank hier so draufgelegt. Der Unterschied, nur dass ihr das mal, nur dass ihr das alle gleich mal wisst, zwischen den Tankgummis, wo der Tank drauf sitzt und zu dem Originaltank ist, dass die hier angefertigt worden sind oder beziehungsweise zugeschnitten worden sind, fertig gibt es so fertig zu kaufen für die Nachbautanks. Das ist in dem Fall ein Nachbautank. Deswegen sind diese Gummis hier ein wenig länger. Die originalen Tanks, die haben vielleicht hier dieses kleine Stückchen weniger. Und solltet ihr auch einen Nachbautank haben für eine Simson S53 oder baut den Tank von der S53 vielleicht auf die S51 drauf, was ja auch geht. Dann ein kleiner Tipp von mir, der auch von Herrn Pfeiffer kommt, von den Simson-Händlern meines Vertrauens. Sollten die zu lang sein, könnt ihr die ja ganz vorsichtig mit einem, ich sage jetzt mal, Cuttermesser einfach dann dieses Stückchen abschneiden, was halt zu viel ist. Aber es wird empfohlen bei den Nachbautanks, da kann man sich jetzt drüber streiten. Wird empfohlen, die etwas längeren zu nehmen und gegebenenfalls, weil es ja Gummi ist, kann man das ja quasi sich zuschneiden. Der Grund dafür, warum die bei den Nachbautanks länger sind, ist halt, weil bei den Nachbautank hier quasi dieser Tunnelweg ja, ziemlich abgekürzt worden ist und somit könnte es passieren, wenn wir die originalen Tankgummis verwenden, dass der Tank einfach wupp, nach vorne fällt und gar keinen Halt hat. Deswegen wird man dann beim Simson-Händler gefragt, ist das ein originaler Tank oder ist das ein Nachbautank? In dem Fall habe ich gesagt, dass das ein Nachbautank ist,
Und dann gab es die längeren Gummis und sollten die nicht passen, kann man ja dieses kleine Stückchen abschneiden. Das ist ja keine schwere Arbeit. Wenn man ein spitzes Messer hat, scharfes Messer hat, dann geht das ja. So. Dann geht es weiter. Dann würde ich sagen, bleiben wir jetzt erstmal. Jetzt gehen wir mal vom Tank runter zum Schutzblech. Ihr wisst ja, ich habe ja ich habe ja eine Anzeige aufgegeben bei eBay Kleinanzeigen, dass ich das originale weiße Schutzblech suche von der Simson S53, weil die gab es ja in verschiedenen Farben und ich habe tatsächlich ein originales gefunden, welches gerade auch bei meinem Kumpel ist, dass das passend lackiert wird zu meinem Knieblech, weil man merkt ja doch schon, das ist so ein, ich sag mal, elfenfarbiger, dunkler Weißton Original, der so ein bisschen mehr an einen Joghurtbecher erinnert. So auch die Aussage von meinem Kumpel, der mir das schleift und lackiert und füllert und macht und tut. Also danke schon mal vorweg dafür. Und ja, ich habe versucht, das Schutzblech vorne abzubauen. Ich habe ja dieses etwas, ich sag mal, sportliche und das Weiße ist ja dann komplett so rund. Und natürlich hat auch dort, ich sag jetzt mal so, die Zeit genagt, ne, weil Wasser findet seinen Weg und ich sage mal so, man kann Edelstahlschrauben haben, man kann normale haben, wenn das aber bei Wind und Wetter steht und einfach verkommt, dann kommen auch mal Standschäden oder sonst irgendwas und in dem Fall ja, habe ich zwei Schrauben gelöst bekommen, gleichzeitig aber ist die Mutter abgebrochen, die waren einfach so gerostet. Und ihr müsst euch das beim Schutzblech einfach so vorstellen. Ihr habt einfach an der Seite, ich sage jetzt mal, so wie so eine Art offenen Mund. Und dann kommt hier so dieses Schutzblech. Und dann wird es halt quasi hier, kommen die beiden Steckbolzenschrauben rein. Dann kommt dahinter rechts und links die Kontermutter. Dann wird sie festgeschraubt. Und in der Mitte haben wir ja quasi dieses auch so eine Art Blättchen hier, wie so ein U. Ja, und das ist halt alles so Verbundenes miteinander. Und da die ersten beiden Schrauben zwar sich gelöst haben, aber auch gleichzeitig schon dort so viel Wasser hingelangt sein muss, ich weiß nicht, wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist oder bei welchen Wetterverhältnissen er damit gefahren ist, aber Fakt ist auf jeden Fall, man kann jetzt schlecht sagen, ob das einfache Schrauben waren oder hochwertige Schrauben. Fakt ist auf jeden Fall, die sind gerostet. Und in dem Fall gibt es auch diese Steckbolzschrauben bei Herrn Pfeiffer, beim Simson-Händler meines Vertrauens. Gibt es gleich vier Stück, weil so viel braucht ihr nämlich. Ihr braucht zwei für rechts und zwei für links. Mit Mutter und mit Unterlegscheibe. In dem Fall haben wir hier auf jeder Steckbolzenschraube haben wir zwei Unterlegscheiben. Warum zwei? Weil eine nach außen kommt und die andere kommt nach innen. Und das jeweils auf beiden Seiten. Dieses Set kostet passend für, Moment, was steht da hier? Normenteilsatz für Kotflügel, Schutzblech. Passend für S50, S51, S70 und so weiter. Und die gibt es halt als Set für 4 Euro. Und die werden dann halt, wenn ich das lackierte Schutzblech habe, halt dann neu verbaut. Ich werde gucken, wenn da ein bisschen Flugrost ist oder sowas, werde ich das einfach ein bisschen sauber machen. Und gegebenenfalls ein bisschen mit Fett arbeiten, dass das halt nicht wieder rostet. Und bei meiner Simson gibt es dann sowieso keinen Besuch in der Waschanlage. Wenn ich zur Waschanlage fahre, dann gibt es ja auch Eimer. Den fülle ich mir mit Wasser und dann werde ich die von der Hand waschen. Weil, ja. Des Weiteren gehen wir jetzt mal Richtung Lenker. Ich habe ja bei mir nur einen Spiegel dran. Einer ist Pflicht. Und bei dem Spiegel von Simson gibt es, ja, es gibt mehrere Varianten. Es gibt den runden, wie ihr hier sehen könnt, es gibt einen eckigen und so weiter und so weiter. Es gibt einen verchromten, das sind aber Originale mit einem M8-Gewinde. Und ich habe die kurzen dran und das sind die mit dem, die haben einen Durchmesser von 120 mm. Das bezieht sich hier auf den Spiegelarm. Der ist einfach länger, der ist anders gebogen als meiner. Bei meinem müsst ihr euch vorstellen, dass er
kürzer ist und runtergebogen ist, sodass ich halt immer, wenn jetzt das der Fahrer wäre, der müsste immer so ein bisschen seinen Kopf so neigen, damit er auch mal sieht, wenn jemand kommt. Deswegen habe ich mich für die längeren Spiegel entschieden, damit ich aufrecht sitzen kann und kann nach rechts und links gucken, gerade wenn ich mit einem Anhänger fahre zum Ultramar-Treffen oder wenn ich auch mal überholen möchte oder die Spur wechseln möchte, dass ich einfach im Straßenverkehr gute Sicht habe und das sehen kann. Und ja, der einzige Unterschied ist zwischen meinen, die sind länger und dass der Arm vom Spiegel verchromt ist. Und das zeige ich euch jetzt mal. Das machen wir mal jetzt hier so auf. Sind auch noch schön verpackt. Wir packen jetzt auch nur einen aus, das sollte reichen fürs Video. So, hier habt ihr, hier könnt ihr schon sehen, es funkelt, es glänzt, ne? Und hier ist der Spiegel halt drinnen. Da bin ich. Kuckuck, hallo. Ja, hinten, das ist hier Kunststoff. Man sollte der Spiegel übrigens kaputt sein. Da hat sich Simson was ganz, ganz Tolles ausgedacht, und zwar richtig Nachhaltigkeit. Also wir können den hier abdrehen von dem Arm. Das heißt, wir könnten uns, wenn wir handwerklich geschickt sind, selber so einen Arm anfertigen lassen oder selber machen, der noch länger ist, der halt dann hier reinpasst. Des Weiteren ist das Schöne an diesem Spiegel, wenn euch der Spiegel hier kaputt gehen sollte, dann könnt ihr diesen Rand hier, diesen Kunststoffrand, den könnt ihr abmachen und kriegt auch für Simson nur diesen Spiegel einzeln. Das heißt, ihr müsst gar nicht das ganze Ding neu kaufen, wenn das hier nicht hier und da nicht beschädigt ist. Wenn wirklich nur das Glas kaputt ist, könnt ihr diesen Kunststoffrand hier abmachen und könnt euch dann ein neues Glas bestellen und dann durch ein neues Glas halt ersetzen. Ja, und den kann man ja in beide Richtungen drehen, ne? Ob jetzt so oder so, und der sitzt dann halt so. Und bei mir müsst ihr euch das so vorstellen, mein Arm ist kürzer und meiner sitzt halt ein bisschen so tiefer. Und ich muss dann halt immer, wenn ich fahre, immer so meinen Kopf schräg machen. Und ja, deswegen. Und einer ist Pflicht. Und ihr habt ja gesehen, ich habe ja die Vorrichtung für den zweiten. Ich muss da hoffentlich kein Gewinde nachschneiden. Ich hoffe, das ist okay. Ich werde das natürlich vor dem Einbauen natürlich auch fetten. Gar keine Frage. So. Ja, mehr verbirgt sich in diesem Karton hier nicht. Des Weiteren habe ich euch ja gesagt, dass ich ja meinen Vergaser auseinander hatte und den mal ein bisschen gereinigt habe. Und ja, ich packe schon mal so eben alles hier ein. Und na, bleib auf. Oh, ich will nicht aufbleiben. Hab schon mal hier wieder die Schrauben und die Tankgummis hier reingepackt. Ich hab euch ja gesagt, ich habe ja den Vergaser zerlegt und mal ein bisschen sauber gemacht und tropft halt ein bisschen vom Überlauf. Und dann habe ich mir eine Vergaserdichtung für den, ja, Vergaserfuß, sage ich mal so, weil es ja von unten ist, gekauft. Hat er ja auch gleich da gehabt. Die kosten 1 Euro. Die sind, ich hätte jetzt beinahe gesagt gehabt, sowas wie beschichtet. Komme jetzt gerade nicht mehr auf das, was man mir da erklärt hat, habe ich jetzt leider vergessen, aber die sind auf jeden Fall benzinfest. Und damit sollte es auch ein bisschen besser sein, weil ich meine sogar, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich meine, dass da eine Dichtung fehlt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass die noch da drinnen sitzt, aber an einigen Stellen schon kaputt ist. Deswegen wird nach so vielen Jahren jetzt einfach mal die Dichtung beim Vergaser gewechselt, damit alles halt dicht ist. Und dann sollte das eigentlich auch alles wieder ganz gut sein, weil wir haben ja das Schwimmer. Nadelventil habe ich ja getauscht. Das alte war vorne so am Gummi nicht mehr gut. Das neue ist schon besser. Also ich merke auf jeden Fall schon einen Unterschied. Aber man merkt trotzdem, dass unten vom Deckel an der Seite doch so ein bisschen was rausläuft. Darf ja eigentlich nicht sein. Oder hin und wieder mal macht er das mal. Und ich schätze einfach mal so beim Fahren,
je nachdem, wie gerade die Straßen so sind, dass vielleicht da, wo noch ein bisschen Dichtung da ist, es nicht raustropft und da vielleicht, wo schon die Dichtung kaputt oder gerissen ist, es halt ein bisschen rauströppelt. Und deswegen meine Empfehlung an euch, egal ob das Zylinder ist oder Vergaser oder sowas, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann tauscht ruhig mal die hin und wieder mal die Dichtung. Ist gar nicht so verkehrt. Dann sollte das Ganze auch dann etwas am Ende besser aussehen und besser funktionieren. So, dann, ihr kennt das ja, meine Schmutzfänger von meinen Anhängern. Die sind ja so wie dieses Schachbrettmuster hier bei mir hier zu Hause, schwarz-weiß. Und ich habe, es ist ja so bei eBay, umso mehr Artikel man kauft. Also wenn man jetzt, ich zeige euch das jetzt mal so, ich habe zum Geburtstag, habe ich zwei solche Schmutzfänger bekommen, extra für Mofa Moped. Und ich habe diesmal die etwas schmaleren genommen, diese breiten, wird vielleicht ein bisschen besser sein. Und die sind ja für meine Simson gedacht. Also hier ist der eine, hier ist der zweite. Wenn man jetzt zwei Stück kauft, also oder beziehungsweise das Paar hier kauft, dann zahlt man 10 Euro. Kauft man vier Stück, bezahlt man 8,95 €. Also man spart Geld. Und in dem Fall, ich zeige es jetzt mal hier so vom Weiten, ihr seht das ja so. In dem Fall haben wir vier Stück gekauft. Hier ist der dritte. Hier ist der vierte. Und ja, früher war es ja so zu DDR-Zeiten, aber auch allgemein hier in Deutschland so, ich glaube, das waren so die 50er, 60er Jahre, da waren ja Schmutzfänger im Auto Pflicht. Viele haben die nach dem TÜV-Termin wieder abgebaut und wenn es zum TÜV-Termin ging, dann musste man die wieder eben halt schnell dran bauen. Und ich finde die einfach irgendwie total schick, total cool. Wir hatten zu Ostzeiten den 125er Polski Fiat und viele auch zu DDR-Zeiten oder die allgemein auch so Polski Fiat gehabt haben diese Rennflaggenmuster Schmutzfänger dran gehabt. Das war so einfach, ich sage jetzt mal Trend, Kult, keine Ahnung. Bei meinen Anhänger, da sind sie halt aufgrund dessen, da mir einmal mein Anhänger umgekippt ist und ich meinen Anhänger ein bisschen über die Straße geschliffen habe, also zerkratzt habe ich meinen Anhänger nicht. Aber ich habe dafür gesorgt, dass die Schmutzfänger mir so kaputt gegangen sind hinten am Anhänger. Deswegen ist das nur eine Zeit, wann die halt abfallen. Deswegen habe ich zwei für den Anhänger und zwei für meine Simson. Und hier mit bei ist ja das Unterlegsscheibenblech und zwei Kreuzschrauben und zwei Muttern. Und ich meine sogar, ja, gucken, irgendwo kann man es bestimmt besser sehen. Ja, und Dichtungen, würde ich sagen, Unterlegscheiben sind auch mit dabei. Also zwei Schrauben, zwei Unterlegscheiben, das Alu-Metallblättchen hier, was das hier sein soll, und die zwei Muttern. Und das wird dann quasi hier so drunter gepackt. Man kann es aber auch hier drüber packen und dann einfach festschrauben. Ja, das heißt, ich werde an meiner Simson S53 jeweils drei Löcher bohren müssen. Das Schöne ist, da die beiden Schlussbleche dann auch nicht verbaut sind, packe ich dann schön auf die Werkbank erstmal eine saubere Decke hin. Achte darauf, dass ich vorsichtig bohre, dass mir da nichts bricht, dass mir da nichts verrutscht, weil die sind ja von meinem Kumpel frisch lackiert, der unterstützt mich halt bei meinem Projekt. Also danke nochmal dafür und ja, ich liebe halt Oldtimer, ich mag halt so diesen alten, kitschigen, ich sag mal, Charme von den alten Autos und Mopeds und deswegen habe ich mich halt wieder für die hier entschieden, das ist einfach so meins und ja. Hoffe, das Video von meinen weiteren kleinen Ersatzteilen für meine Simson S53 für das Umbauprojekt zur Volkspolizei hat euch gefallen. Ich hoffe, dass euch meine Aufklärung hier in dem Video auch gefallen hat. Und wie immer, lasst ein Abo, lasst ein Like da und seid gespannt auf weitere neue Videos. Und sollte euch dieser Kanal nicht interessieren oder zu langweilig sein, dann ja, bedanke ich mich trotzdem, dass ihr kurz vorbeigeschaut habt. Vielleicht habt ihr dann
Bei mir läuft das halt, wie gesagt, alles nur mit Handy. Ich habe hier nicht eine professionelle Kameraausstattung, alles nur das, was ihr hier seht, mein Handy, mein Stativ mit Licht, mit Mikrofonhalter, kennt ihr ja alle schon. Also ist in dem Sinne nichts Neues. Ja, ich mache und versuche hier so authentisch, wie ihr schon wisst, wie so authentisch wie möglich rüberzukommen. Nicht so professionell vielleicht wie andere YouTuber, aber das macht auch nichts. Der Kanal dient ja nur zur Unterhaltung. Wenn das Projekt abgeschlossen ist mit der Volkspolizei, dann werden sicherlich neue Projekte kommen, aber auf jeden Fall auf dem nächsten Oldtimer-Treffen können wir mal so ein bisschen Comedy machen. Und da habe ich ja euch auch schon, glaube ich, in einem Video so ein bisschen erzählt, dass ich euch darüber dann mal nochmal aufklären möchte in einem Realtalk-Video, wie ich zu diesem ganzen Volkspolizei-Thema überhaupt gekommen bin. Aber das machen wir auch mal wieder spontan. Vielleicht kriegen wir es ja diesmal hin, dass wir dann mal dass wir dann mal schönes Wetter draußen haben, wo es dann mal nicht so windig ist, wie wo ich da draußen in der Landschaft war, auf der Brücke, wo unter uns die Bahn gefahren ist. Es war ja sehr, sehr windig. Ich hatte ja kein Headset, gar nichts dabei. Deswegen hoffe ich, dass beim nächsten Video es einfach nur eine angenehme Wärme hat, einen angenehmen leichten Wind und dass man dann im Freien schön ein Retalk-Video machen kann, um euch aufzuklären, wie ich zu dieser ganzen Volkspolizeigeschichte überhaupt gekommen bin, in welchen Zusammenhang ich damit stehe, ob ich überhaupt in irgendeinem Zusammenhang damit stehe. Das und alles weitere, vieles mehr erfährst du in einem spontanen Retalk-Video. Ich hoffe dann beim schönen Wetter draußen mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Und dann folgt ja noch das Video, wenn ich dann halt meine Simson zusammenbaue. Ich werde versuchen, dass ihr dabei sein könnt. Ich muss gucken, wie das mit diesem Stativ hier klappt, wie hoch ich euch irgendwie stellen kann. Ja, was wir da so quasi machen können. In dem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen treu. Lasst ein Abo, lasst ein Like da, ein nettes Kommentarchen. Ganz wichtig, ein paar Daumen in die Abos reinlassen, damit der Kanal Reichweite bekommt. Und gerne nehme ich auch kritische Kommentare entgegen und auch eure Meinungen. Und nehme auch gerne Ratschläge von euch an. Was ihr aus meinen Ratschlägen macht, ist eure Sache. Was ich aus euren Ratschlägen mache, ist auch meine Sache. Aber letztendlich habe ich das jetzt mal hier so versucht zu erklären, wie es für mich verständlich war. Andere Leute werden das jetzt anders erklären. Und wieder jemand anders wird es wieder anders erklären. Warum? Weil wenn man mal so ein bisschen recherchiert, das habe ich nämlich auch mal gemacht, es gibt tatsächlich viele verschiedene Namen für ein einziges Ersatzteil. Deswegen, wenn jetzt zum Beispiel vielleicht einer mich da draußen hört, der denkt sich, alles falsch, was du gesagt hast. Ja, dann hat er vielleicht dafür ein anderes Wort. Dann wird wieder der nächste Mechaniker oder Hobbybastler sagen, der Begriff, der ist mir unbekannt. Ich kenne es unter dem Begriff, ich habe so gelernt. Und so kommen immer diese, ich sage jetzt mal so, Uneinstimmigkeiten, obwohl wir dann quasi alle über ein und dasselbe Ersatzteil reden, nur jeder drückt sich halt anders aus. Und ansonsten habt ihr immer noch euer Telefon, wo ihr bei euren Simson-Händler anrufen könnt, mit denen ihr vertraut seid und könnt euch bei ihnen nochmal Rat und Info holen. Ich werde das auf jeden Fall so machen, wie ich es erklärt habe bisher. Alles, was ich hier so in den Videos erklärt habe und gemacht habe, hat funktioniert. Und wenn das funktioniert hat, wird das andere auch funktionieren. Nur es geht halt immer Schritt für Schritt, nicht alles so auf einmal, weil es soll ja alles vernünftig sein. Bei mir ist wichtig, das Ding muss fahren, das muss bremsen, es muss Licht haben, es muss verkehrssicher sein. Ich möchte nicht mit einem frisierten Moped durch die Gegend fahren, dass die Polizisten mich gleich anhalten. Ich möchte einfach Spaß haben im Sommer und ich bin sowieso einer, der generell langsam gerne fährt und das einfach auch genießt. Das geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt jeden Strich, der auf der Straße gemalt ist, auf dem Asphalt sehen möchte oder jedes Blatt. Ich genieße das einfach. Das ist einfach für mich so, wenn ich weiß, ich muss nicht schnell fahren, ich kann entspannt, langsam und sicher fahren, dann tue ich das lieber. Schnellfahren ist tatsächlich nicht so meins, da fühle ich mich auch nicht so wohl bei. Also, solange ich kein Stativ für meine Simson habe oder irgendwas, was ich mir so am Helm dran machen kann, so wie es diese COS-Motorradfahrer haben, die haben dann immer so die Handykamera hier oder irgendwas anderes so an der Seite, kann ich auch leider keine Fahrvideos filmen. Ich habe ja auch keinen Laptop hier und auch keine Speicherkarte, wo ich das dann alles irgendwie übertragen könnte, dass ihr euch das angucken könnt. Also müsst ihr euch einfach oder auch nicht mit dem zufrieden geben, so wie ich es aktuell hier mache. In dem Sinne,
Macht es gut, euer Peter Rockabilly, Kanal 2, 1950. Tschüss.